Also ich bin ja seit 5 Wochen in SOS Kinderdorf hier in dieser Maßnahme und ich koche da halt jede Woche. Da gibt es halt einen Tag, der Kochentag ist. Und weil das allen immer so gut schmeckt, was ich halt koche, koche ich da halt jede Woche vegan. Alternativ können die Leute sich dann irgendwas Vegetarisches oder Fleisch oder sowas dazu holen, wenn sie Bock drauf haben. Aber schmeckt den allen wirklich so unglaublich gut jede Woche, dass jeder, der noch da reinkommt, sagt immer, das riecht alles so gut und hier darf man gar nicht mehr reinkommen, wenn man Hunger hat. Das ist schlimm, auszuhalten, nichts essen zu dürfen. Ich mache dann aber auch teilweise dann auch für die anderen schon mit. Zum Beispiel hatten wir letzte Woche habe ich Reisfrikadellen gemacht. Einfach mal eingeben, Reiswaffeln und Frikadellen mit V. Also es wird aus Reiswaffeln und Tomatenmark grob gemacht. Und das kann man als Mett benutzen mit Zwiebeln und Gewürzen halt, so wie Fleisch gewürzt wird. Das kann man als Mett nutzen, auf Brötchen oder sowas, oder halt ja, in der Pfanne machen. Und genau dazu habe ich gemacht Kartoffelpuffer, die dann auch nochmal mit Hokkaido-Kürbis überlegt und gebacken. Das hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Und die Woche davor habe ich oder haben wir eine Wok-Pfanne gemacht. Da war so viel drin, das kann ich gar nicht mehr erzählen. Ich habe auch schon mal einen Thai-Curry gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch alles gemacht habe. Und heute habe ich Pizza gemacht mit denen zusammen. Und da habe ich zum Beispiel 50% Dinkel genommen. Dinkelmehl, das kriegt man auch für 1,30 pro Kilo im Supermarkt. Und die andere Hälfte, 50%, habe ich Möhre genommen. Also quasi schleimarm sogar schon. Also ich habe mit denen immer schleimarm gemacht, auch die Nudeln und den Reis gebraten und so weiter, um die Schleimwirkung zu reduzieren. Immer sehr viel Gemüse bei. Auf die Pizza war auch mindestens die 2- bis 3-fache Menge oder Volumen an Gemüse obendrauf. Und der Brokkoli hat da richtig gut mit geschmeckt auch. Ja, genau, 50% Möhre und andere Hälfte Dinkel. Und da habe ich ganz normale Tomatensoße gemacht. Ganz viel Gemüse, wie gesagt, draufgelegt. Pilze, Paprika, Brokkoli, Zwiebeln, Oliven sogar, Tomate. Ganz viel einfach. Auch sehr viel Gewürze insgesamt verwendet. Und habe dann, weil wir keinen Mixer haben, konnte ich keine Cashew-Käsesoße machen. Dann habe ich einfach so einen Hefeschmelz gemacht, was grob genommen einfach Wasser, Mehl, Margarine, habe ich als Sahne genommen. Und ja, Salz ist, Hefeflocken, da wir auch keine Hefeflocken hatten und sie auch zu teuer sind, habe ich einfach Hefe genommen. Und noch, ja, ganz viel Gewürz halt, wieder auch Tomatenmark, Zitronensaft, ein bisschen Öl, sowas halt, Sonnenblumenöl. Hat sehr, sehr gut geschmeckt, habe ich noch nie gemacht, den Hefeschmelz bisher, nur mit Cashewkernen, aber ist halt nicht so gesund, sage ich mal. Ich habe da auch nicht viel drauf gemacht, das war nur so ein leichtes Topping, sage ich mal. Für die herkömmlichen Personen müsste man da eigentlich mehr drüber machen dann. Aber hat den wieder extrem gut geschmeckt auch. Ja, und mittlerweile bin ich halt, wie gesagt, 5 Wochen da. Ich habe mit denen auch mal über gesunde Ernährung gesprochen und so weiter. Fanden sie auch sehr interessant, wie intensiv ich mich auch damit schon beschäftigt habe. Und jetzt haben sie mich gebucht. Also das heißt, dass ich, da gibt es eine Ü25-Gruppe und eine U25-Gruppe. Aber auch noch eine ganz junge Gruppe, die gerade erstmal Hauptschulabschluss haben. Auf jeden Fall für diese beiden erstgenannten Gruppen und für die Betreuer selber mache ich dann halt mal einen Vortrag über Veganismus allgemein, also von jedem Aspekt her angesprochen. Einen ganzen Vortrag. Und dann werde ich nochmal grob über eine gesunde Ernährung reden oder halt, ich weiß noch nicht, wie ich es genau machen werde. Ich habe halt, ja, heute erst, hat mir halt spontan gesagt, ja, du bist gebucht. Wie ich das genau aufziehen werde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf einer niedrigen Ebene, weil die Leute, die kan teilweise kannten die noch nicht mal den Begriff Veganismus oder wussten zumindest nicht, was es bedeutet. Oder zumindest nicht genau, was es bedeutet. Die sind aber trotzdem alle interessiert, mit denen ich bisher drüber geredet habe. Und dazu werde ich dann halt noch einen Praxisteil machen, dass wir halt zusammen auch wirklich kochen und damit die auch wirklich schmecken, dass das sehr gut schmeckt. Die Leute, die es halt noch nicht probiert haben in den letzten 5 Wochen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich, also positiv, weil ich halt einfach total
cool finde, weil das genau das ist halt, was ich machen möchte und genau in die Richtung geht. Das ist halt dieses, ja, informieren und inspirieren über eine gesunde Lebensweise und eine bewusstere Lebensweise. Ich finde das sehr, sehr cool und ich nehme dafür auch kein Geld. Wenn sie halt mal springen lassen, dann lassen sie was springen, wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall, es geht los mit den Vorträgen. Das wollte ich nur mal kurz erzählen. Bis